Hallo liebe Krebsgeborene, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Orakel. Wir blicken heute zusammen in den Monat September 2024. Wie immer starten wir mit einer Grundüberschrift heute aus dem Musen-Tarot, gehen nachher weiter mit Zigeunerkarten und Crowley-Tarot ins Keltische Kreuz. Und zu guter Letzt gibt es wie gewohnt eine kleine Persönlichkeitsanalyse aus dem Symbolon-Orakel. Wenn ihr an einer persönlichen Legung von mir interessiert seid, findet ihr alle Infos unterhalb des Videos in der Box und weitere Links für verschiedene Orakelkategorien. Und wenn in den Karten in der Legung Personenkarten fallen, bitte spürt mit, die Rollen können vertauscht sein. Und zusätzlich könnt ihr sehr gerne die Legung zu eurem Aszendenten anschauen, der ab der zweiten Lebenshälfte sehr aussagekräftig wird. Weiter sei euch gedankt für eure Likes, Abos, lieben Kommentare. Los geht's mit der Grundüberschrift für die Krebsgeborenen September 2024. Und wir haben hier die zwei der Stimme. Ja? Einmal hin und einmal her. Für welche Seite soll ich mich entscheiden? Rechts oder links? Oben oder unten? Hier geht es erst einmal darum, Frieden mit sich selbst zu schließen, möglicherweise eine wichtige Entscheidung zu treffen. Und wir haben die Acht der Stimmen. Stimmenkarten, Schwerterkarten, Kopfkino. Ja, welche Stimmen schwirren hier in eurem Kopf umher? Wenn wir die 2 und die 8 der Stimmen summieren, dann sind das die 10 der Schwerter. Angst vor zwischenmenschlichen Ruin in Beziehungen oder finanziellen Situationen. Ja? Kommt in eure innere Ruhe, schaltet den Kopf immer wieder aus. Das wird jeder Krebsgeborene auf eine andere Weise initiieren. Wir haben hier kollektive Legungen, also bringt hier bitte die Stimmen in eurem Kopf zum Schweigen. Lasst die Gedanken vorüberziehen wie Wolkenfetzen. Mir ist ganz klar bewusst, dass das leicht gesagt ist, das wird jedoch eine sehr wichtige Aufgabe für euch im September werden. Wir starten ins Keltische Kreuz mit euren Details. Eure drei Grundstimmungen lauten der Richter, der Dieb und die Eifersucht. Hier ist ganz klar etwas aus der Balance geraten. Vielleicht geht es hier um das Thema der Gerechtigkeit. Vielleicht habt ihr es mit juristischen Personen zu tun. Was ist in einer bestimmten Situation für euch hier richtig? Was ist für euch falsch? Ist das Geben und Nehmen in einer bestimmten Situation in Einklang? Das sollte euch hier fragen. Ihr habt euch ja offensichtlich in einer Situation, in einer bestimmten Verbindung sehr stark verstrickt. Ja? Abhängigkeit, Co-Abhängigkeit kann hier ein sehr starkes Thema sein. Vielleicht seid ihr neidisch, eifersüchtig, vielleicht habt ihr Menschen in eurem Umfeld, die euch damit sehr viel Energie rauben. Auf eurer Gedankenebene haben wir den Verdruss, das brauche ich jetzt nicht zum x-ten Mal erklären, wir haben es bereits in der Grundüberschrift liegen und im Unterbewusstsein haben wir die Hoffnung. Hier habt ihr die Aufgabe, trotz dieser negativen Gedanken, die umherschwirren, euer Energielevel hochzuhalten. Ja? Gedankenhygiene zu pflegen ist hier sehr wichtig. Und wir haben in der Vergangenheit das Haus. Hier kann es um euer Körperempfinden gehen, um euren Wohnplatz, um euren Arbeitsplatz, um eure Familie, grundsätzlich um stabile Verbindungen. Ja? Ich stelle hier gerne immer alle Möglichkeiten oder viele Möglichkeiten in den Raum, da es ja kollektive Legungen sind. Was haben wir denn in der Zukunft zu vermerken? Da haben wir das Kind. Hier geht es möglicherweise um eure Kinder, um euren inneren Kindanteil, der hier heilen darf. Es kann um einen frischen Neuanfang, um frischen Wind gehen. Möglicherweise auch um ein Berufsbild, das mit Kindern zu tun hat. Das schließe ich hier auch nicht aus. Ja?
Es geht mit Sicherheit um den Besuch. Vielleicht geht es hier auch um das Treffen mit euren Kindern. Es geht um neue Vorstellungsgespräche, um Wohnungssuche. Wenn ihr auf der Wohnungssuche seid oder auf Arbeitssuche, dann nehmt so viel Termine wie möglich wahr und lasst euch hier nicht auf das Erstbeste ein. Wenn ihr hier in einer Verbindung seid, wo eine Partei nicht weiß, ob sie sich binden will oder nicht, dann ist hier sehr wichtig, eine gesunde Balance für euch selbst in erster Linie zu finden und euch zu fragen, ob ihr euch auf so etwas einlassen möchtet oder nicht. Weiters ist es hier sehr wichtig, euer Zeitmanagement zu arrangieren, das heißt, mit wem und womit verbringt ihr qualitative Zeit? Das ist hier essentiell. Wenn ihr hier lang im stillen Kämmerlein gesessen habt, ist es eine Einladung, nach außen in die Welt zu treten, wo ein Neuanfang auf euch wartet. Vielleicht habt ihr euch auch vorgenommen, mehr Zeit mit euren Kindern zu verbringen, was euch neue Hoffnung schenkt. Das kann hier auch sein. In eurem Umfeld ist ein Verlust zu verzeichnen. Das kann hier dafür stehen, dass man euch möglicherweise verloren hat oder dass in eurem Umfeld Personen präsent sind, die gerade einen Verlust erleiden. Hier haben wir auf der Hoffnung- oder Befürchtungsebene die Geliebte. Ja? Vielleicht habt ihr Angst, eine Partnerschaft, eine Verbindung zu führen, die euch nicht glücklich sein lässt. Vielleicht hofft ihr, aus diesem Verdruss auszusteigen. Ja, das kann hier auch sein. Die Geliebte kann eine wichtige weibliche Person sein aus eurem Umfeld, die hier einen Verlust erlitten hat. Mit dem Kind gekoppelt kann es für eine Tochter stehen oder einfach eine Seelenverwandte in eurem Feld. Ja, es kann natürlich auch euch selbst betreffen als weibliche Zuschauer. Der Ausgang lautet das große Geld, die Falschheit und der Tod. Hier kann es um existenzielle, finanzielle Themen gehen, wo Falschheiten ausgeräumt werden. Hier ist es wichtig, dass ihr beobachtet, wie ihr Geld seht, wie ihr über Geld denkt, über die Finanzen. Und alles, was hier nicht mit rechten Dingen zugeht, darf hier aus dem Weg geräumt werden. Ja? Der Tod kann jetzt für eine Kündigung stehen, für den Abschluss einer bestimmten Phase, für den Abschluss negativer schwarzer Gedanken, das kann hier auch sein. Die Falschheit, möglicherweise die drei Themen gekoppelt, kann auch dafür stehen, dass ihr Angst habt, eine Trennung zu vollziehen aus finanziellen Gründen. Ja, vielleicht habt ihr Angst, euch zu verabschieden von eurem Heimatort, von eurem Heimathaus, von eurer Familie, vielleicht von einer Arbeitsstelle, vielleicht von einer bestimmten Wohnung. Vielleicht habt ihr Angst, hier etwas Falsches zu machen aus finanziellen Gründen. Wir werden das nachher in den Klärungskarten noch besser analysieren und unter dem Deck haben wir den Feind. Das können hier wirklich feindlich gesinnte Personen sein, feindliche Situationen. Oder es geht um ein praktisches Verhaltensmuster, das ihr selbst an den Tag legt. Ja? Ich hätte hier gerne eine Klärungskarte zu Dieb, Verlust und Eifersucht in der Ausgangskonstellation. Da zeigt sich der Narr, das heißt Anfang September. September grundsätzlich kann eine sehr chaotische Zeit für euch werden. Hier wird Staub aufgewirbelt, hier ist spontanes Handeln gefragt. Nochmal ein Hinweis möglicherweise auf einen Neustart, wie es das Kind hier bereits sagt. Ja. Jede Veränderung bringt ein bestimmtes Maß an Chaos mit, gar keine Frage. Es kann hier auch ein Hinweis versteckt sein für Wassermann-Geborene oder ihr seid vielleicht Wassermann-Aszendent. Dann hätte ich gerne eine Klärungskarte zur Falschheit und zum Tod im Ausgang. Da haben wir das jüngste Gericht. Zweite große Arkana, das jüngste Gericht spricht davon, dass eine bestimmte Situation switcht. Ja.
Es kann auch ein Hinweis auf Löwegeborene versteckt sein. Hier ist die Göttin Nut der Nacht auf dieser Karte abgebildet. Vielleicht ist es ein Hinweis, dass in der Nacht bestimmte Stimmen in euch wach werden. Welchen Stimmen schenkt ihr Gehör, welchen nicht? Das können auch Eingebungen sein. Und es kann darum gehen, dass bestimmte Projekte von euch in die Welt gerufen werden möchten. Wir haben hier drei Föten auf der Karte abgebildet, die jeweils für eine Berufung, für einen Herzenswunsch, für wichtige Projekte stehen. Wie sieht es mit den Finanzen aus? Ja, ist dies möglich? Schritt für Schritt natürlicherweise. Ja? Zu guter Letzt, wie versprochen, blicken wir ins Symbolon-Orakel. Ich bin gespannt, welche Impulse sich hier noch für euch verbergen. Der blinde Fleck, der Weg und das Ziel. Auf dem blinden Fleck haben wir die Angst vor Zurückweisung. Hier geht es um tiefe Gefühle, um tiefe Ängste, wo man nicht verlassen werden möchte, wo man nicht zurückgewiesen werden möchte. Vielleicht seid ihr es, vielleicht ist es euer Umfeld, das hier Verlustängste pflegt, wie wir es hier liegen haben. Ja. Können starke Mutterthemen, familiäre Themen im Hintergrund mitwirken aus dem Unterbewusstsein? Ja. Mit dieser Karte war man meistens in der eigenen Familie nicht erwünscht oder kein Wunschkind, vielleicht auch das schwarze Schaf in der Familie. Und auf eurem Weg ist es wichtig, die Selbstsabotage, die Selbstgeißelung in gesunde Rituale zu wandeln. Ja? Wie macht ihr euch selbst das Leben schwer? Hier habt ihr genau dieses Thema rauszukristallisieren. Wohin führt das dann? Zur Aufdeckung einer Lebenslüge. Diese Lebenslüge könnt auch ihr über euch selbst ins Leben gesetzt haben, durch ein falsches Bild, das ihr von euch habt, das jetzt heilen darf. Ja? Denn mit der Todeskarte im Ausgang sprechen wir natürlich auch immer von einer sehr, sehr tiefen Transformation. Und vielleicht ist es aber auch ein Hinweis, dass ihr euch nicht mehr so schnell über den Tisch ziehen lässt. Vielleicht in finanziellen Situationen. Ich wünsche es auf alle Fälle von ganzem Herzen. Schließe mit diesen Impulsen jetzt ab, wünsche euch einen zauberhaften September und freue mich bereits auf das nächste Reading mit euch. Bye, bye.